Brandstiftung aus Passion am Löschen. So nannte Professor Hans von Hentig, Kriminologe, 1954 seine Studie über das pathologische Verhalten von Brandstiftern und ihre Motive. Und zwar unter Feuerwehrleuten. Dies ist kein Phänomen unserer heutigen Zeit, sondern dieses Phänomen gibt es schon länger. Kirchberg an der Mur liegt am nördlichen Rand der Metropolregion Stuttgart und hat etwa 3.800 Einwohner, einige wenige Industriebetriebe und eine Vielzahl bäuerlicher Betriebe prägen das Bild dieser Gemeinde. In einer so kleinen Gemeinde ist die Einsatzzahl auch entsprechend gering. Brände kommen relativ selten vor. Dies änderte sich im April 2017. Von mir 8 recherchierten Brandeinsätzen war ich selbst bei 4 vor Ort als Medienvertreter. Zum jetzigen Zeitpunkt sind diese Brandstiftungen Teil der Ermittlung der Kriminalpolizei und der Staatsanwaltschaft Stuttgart. Insofern gilt natürlich auch dem Verhafteten der Unschuldsverdacht. Das möchte ich doch nochmal bekräftigen. Die Zahl der Brandstifter, die bei einer freiwilligen Feuerwehr ihren Dienst verrichten, nimmt leider von Jahr zu Jahr zu. Hier sind die Verantwortlichen in den Feuerwehren, die Kameraden an sich, gefragt. Diese Pyromanie ist eine Krankheit. Den Betroffenen muss geholfen werden. Merkmale können sein: Übereifrigkeit, Anerkennungssucht, immer auf dem ersten Fahrzeug, immer an vorderster Front und vor allem jung. Denn laut Statistik sind die meisten Brandstifter im Alter des ersten Lebensdrittels. Seien Sie wachsam, machen Sie Ihre Augen auf. Und hören Sie genau zu, denn im Nachhinein heißt es, hätte ich die Signale richtig gedeutet, dann hätten wir ihn schon früher stoppen können. Diese Aussage kam sehr häufig.